So, dann melde ich mich zurück zur Nachtsession. Diesmal wird es relativ schnell gehen, weil schon zwei Aufnahmen musste ich abbrechen, weil ich einen Hustanfall bekommen habe. Also es wird nicht besser mit meiner Stimme. So, dann schauen wir, was heute passiert ist. Zuerst zum sozusagen Setup des Tages. Diesmal habe ich den, also Intraday Setup des Tages, den Dow Jones mitgebracht. Hatte ich hier veröffentlicht das Setup um 13 Uhr, sollte die Oberkante erreichen und mit dem Fall dieser Marke, beziehungsweise hier war das wichtigere Verkaufssignal, hier sollte es dann direkt und die Unterstützung von 17.770 fallen. Es sind halt 17.779 geworden. Hier habe ich dann im Live-Chat geschrieben, sollte man mindestens Teil Verkäufe vornehmen und ja, und jeder dann im Prinzip selber entscheiden, wo er noch seinen Reststopp hinsetzt oder ob er eben hier die 10 Punkte Risiko nicht eben auch mit 10, 20 Punkte Stopprisiko noch minimiert oder es dann doch an diese Unterkante setzt. Dann wäre halt eine Position leicht im Minus, die andere im Plus, also ging das Setup sehr gut auf, wo es natürlich heutzutage, also die Märkte geben im Moment nicht so viel her. Sowieso nicht auf der Short-Seite. Deswegen sind dann solche Setups, die man vorher eben versucht, möglichst handelbar zu zeigen, dass die dann aufgehen, ist umso besser. So. Das andere Setup war noch der Euro gegenüber Pfund. Das sollte eben ab dem Zeitpunkt, wo die Stop-Buy-Marke per Schlusskurs sollte hier das Signal aktiv und sollte jetzt erstmal Richtung Wolkenunterkante laufen und dann an den EMA 200 bzw. Wolkenoberkante laufen im 4-Stunden-Chart. Kommen wir schnell noch zum Nasdaq. Das Setup war eben auch vorgestellt im Nachtvideo. Die Special Marke sollte als Triggermarke fungieren. Hier prallte der Index exakt ab, also ist nicht aktiviert worden. Durch die nochmalige Bestätigung der besonderen Marke kann man diese 4.681 weiterhin als Triggermarke benutzen. Also jeder Stunden-Close, beziehungsweise auch ein bisschen nachhaltig, also bei 75 kann man zum Einstieg nutzen und auf eine Fortsetzung dann der noch nicht richtig begonnenen Abwärtsbewegung setzen. Ja. Kursziele sind jetzt hier schwer auszumachen, weil eben morgen um 14.30 Uhr die wichtigen Arbeitsmarktdaten erscheinen. Da könnte sich das Bild komplett umdrehen. Da könnte es eben auch einen Fehlausbruch intraday kurz geben. Von auch 30, 40 Punkten und es wird wieder hochgekauft. Das ist da im Prinzip alles möglich. Deswegen werde ich höchstwahrscheinlich eben morgen Mittag kein Setup für Nachmittag vorstellen. Vielleicht dann erst eins eben nach 14.30 Uhr. Sonst ist eben nicht viel passiert. Hier könnte man meinen, ein bisschen so Rounding Top, aber alles noch sehr vage. Genauso im Dow Jones. Die Marke hält bislang. Im Prinzip ist so alles soweit so gut. Bricht die, dann dürfte es einen neuen Short Squeeze geben nach oben. So, dann wollte ich noch schnell... Ja, dann kommen wir noch kurz zum DAX. Hier hat, wie erwähnt, am EMA 10 gedreht. Die Kerze ist jetzt nicht groß aussagekräftig, außer dass eben die Rainbow-Oberkante bestätigt worden ist. Und das ist eigentlich theoretisch, es darf weiter steigen. So, dann kommen wir noch schnell zu den anderen Setups. Zum Bayer. Da wurde das Gap eben nicht ganz geschlossen.
Also nicht eingestoppt worden, nicht mal zu der ersten Kaufzone. Ist aber dann exakt an die Spitze wieder hingelaufen. Das andere ist eine Extensionsziel, was noch angelaufen kann, aber das ist jetzt nicht präferiert. Also das war einfach nur jetzt hier diese Zone. Ein kurzer Rein- und Raus-Trade. Die Adidas-Aktie war heute ja der Tagesgewinner im DAX. Hier war die Buy-Zone recht weit unten, beziehungsweise hier ist mehr auch die 87 erwähnt im Text gewesen. Also zurück zu dem Hoch. Er drehte schon, weil sicherlich wieder einige Marktteilnehmer von den sehr guten Zahlen wussten. Und hier ging es theoretisch, wäre jetzt hier das andere, das Extensionskursziel noch nächste Woche möglich. Nikkei konnte leider nicht die Buy-Zone erreicht werden, aber wieder exakt hier erstmal die Pfeilspitze erreicht worden. Wo es dann eben, ja, der Hang Seng ist eben leicht tiefer, da habe ich ja immer wieder erwähnt, auf eine erste positive Kerze warten. Die Kerze war hier, aber hier war es immer noch nicht gelinde gesagt klar, dass es dann jetzt hier hochgeht. Aber im Prinzip sollte man hier, hätte man hier einen guten Trade noch starten können. Wo es eben gar nicht lief, das habe ich ja nochmal vorgestellt, war Palladium. Hier ist eben der Rainbow nach unten durchbrochen worden. Hier hatte ich das Setup nochmal vorgestellt. Da stand es bei 6050 und erwähnt, dass das letzte Tief hier sehr wichtig ist. Es wurde komplett durchstoßen, auch die erweiterte, die erste Stoppmarke auch. Und wir stehen jetzt an der 600er Marke knapp oberhalb. Schauen wir hier kurz im 4 erstmal den Stundenchart an, wo ich das Setup eben erwähnt habe. Da stand der Kurs hier 650, was sozusagen konform noch ist, zwar nicht über den EMA 38 gegangen, aber hat sich hier zurückgekämpft. Ja. Und jetzt kommt's, hier hätte ich das Setup eben nicht vorstellen dürfen. Hier lag eben noch der im 4-Stunden-Chart unter dem EMA 10 mit der Kerze. Hätte man erst, ist natürlich dann auch keine Garantie, aber jeder Schlusskurs erstmal darüber zeugt eigentlich eventuell für eine Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer. Und hier ist eben abgeprallt. Also hier hätte man es noch erkennen können, beziehungsweise noch in meinem Text hätte ich erwähnen sollen, dass eben erst ein 4-Stunden-Close über dem Rainbow-Unterkante erst ein Kaufsignal wäre. Aber ich gehe auch so sehr oft meine Fehlsignale durch, um auch zu sehen, wo die Marktteilnehmer eben dann nicht das gemacht haben, was ich vorgeschlagen hätte, ja, oder was ich prognostiziert hätte. Und da lernt man eben auch. Und hier werde ich jetzt noch öfters wieder auf den 4-Stunden-Chart eben zurückgreifen, auch bei Tagessetups. So, das war's dann. Ich werde mich schon morgen früh nochmal melden, höchstwahrscheinlich 10 Uhr. Und dann werden wir sehen, wo der DAX dann steht, ob ich dann vielleicht noch bis 14:30 Uhr noch ein Setup veröffentliche. Bis dahin wünsche ich eine gute Nacht oder schon auch einen guten Start in den neuen Handelstag.